Hallo, ihr YouTuber. Ich bin's, der Fragenaufklärer. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Camtasia-Projekte in 4K rendert. Das ist ganz einfach und wirklich easy. Also, ihr wollt irgendwas rendern. Sei es ein Video, ja, ein Video wahrscheinlich, kein Foto, natürlich. Komm, lass uns mal was, so, irgendein Video. Ja. Was könnte ich denn nehmen? Ja, lass uns mal, Dings da, wo ist denn das hier? Lass uns das mal nehmen. Ja, so ein kleines Beispiel. Ja, klar. Ist ja klar. So, machen wir kurz das Bild. Okay. Perfekt. So, lass uns dann jetzt anfangen. So. Ihr habt das Video fertig bearbeitet, ne? Blablabla, habt das und das eingefügt. Ja, das wird nicht so ein langes Tutorial sein, also. Ich will das nicht so in die Länge ziehen. So, ihr klickt dann einfach auf Datei. Produzieren und weitergeben. Ja, ich habe eine Einstellung, um Videos auf 1080p hochzuladen, aber wir wollen mal das Ganze auf 4K hochladen. Also klicken wir dann auf Custom Production Settings. Hier. Ja. Wenn es bei euch auf Deutsch ist, das wird dann wahrscheinlich heißen eigene Produktionseinstellung. Also, hier klickt ihr auf Weiter, dann klickt auf WMV, also das ist Windows Media Videofile. Ja, klickt einfach auf Weiter. Das lässt ja alles so wie es ist. Camtasia ist so der Best World, die Preisheit. Also hier lässt alles so wie es ist. So, und hier lässt ihr alles auch so wie es ist. Das Häkchen auch unbedingt hier lassen. Und gebt ihr einfach ein 4096. Dann wird auch unten schon automatisch die Höhe schon eingestellt. Das wird nämlich sein 2304. Das war's schon. Wir klicken auf Weiter. Klicken wieder auf Weiter. Und hier können wir einfach irgendwas einstellen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es halt TV, ne? So, klicken wir auf Fertigstellen. Das Ganze wird dann fertig gerendert. So, wie man hier sieht. Ja, dauert ein bisschen komischerweise, ich weiß auch nicht warum. Aber ja, das Ganze ist auch abhängig von eurem Computer. Das heißt, wenn ihr einen langsamen PC habt, dann wird das Ganze auch etwas länger dauern. Ja, aber so ein. Achso, das war's schon, ne? Ja, genau, 2 Sekunden, ne? Okay, ja, dann öffnet ihr dann den Produktionsordner. Er müsste hier bei mir sein. Bei euch. So, wie ihr seht. Hier kann man das Ganze natürlich nicht sehen, weil das einfach nur so ein kleiner Effekt ist. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme oder irgendwas habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Fragenaufklärer zu abonnieren natürlich. Wir sehen uns.